Wenn du Fett verlieren willst und einen definierten Körper aufbauen möchtest und den dann am Ende auch halten willst und immer weiter an ihm arbeiten möchtest, dann habe ich heute 6 Gewohnheiten für dich, die dir genau dabei helfen. Und lass mich das kurz vorab sagen, weil damit du diesen Körper langfristig halten kannst, ist eine Sache bzw. zwei Sachen von entscheidender Bedeutung. Und zwar Bewusstheit und Routinen, die du in deinem Leben hast. Denn nur so schaffst du es auch, diesen Körper mit Leichtigkeit zu halten, wenn stressige Phasen kommen, wenn Zeiten kommen, wo du keine Zeit hast, wenig Zeit hast, wo problematische Zeiten kommen. Genau dafür ist das extrem, extrem wichtig. So, lass uns jetzt aber mal zur ersten Sache kommen und ich bin mir relativ sicher, die versteht sich von alleine. Selbstverständlich kannst du Fett auch ohne diese Sache verlieren, aber wenn du den Körper dann langfristig so halten möchtest, machst du es dir einfach 100-mal einfacher. Und das kann ich dir garantieren. Und das hat einen einfachen Grund. Erstmal sage ich dir, bevor wir sprechen. Wir sprechen von regelmäßigem Training. Und im Speziellen von Krafttraining. Also von einem Training, womit du Muskulatur aufbaust. So, warum ist das jetzt aber so wichtig? Das ist wichtig aus folgenden Gründen. Erstmal, du siehst natürlich automatisch definierter aus, wenn du mehr Muskeln hast. Wenn du beispielsweise, gehen wir mal davon aus, du hast 13% Körperfettanteil, aber keine Muskulatur oder sehr wenig Muskulatur, dann wirst du nicht, vermutlich nicht so definiert aussehen wie jemand, der 15% Körperfett hat, aber extrem viel Muskulatur. Weil die Muskulatur natürlich trotzdem ein bisschen durchscheint. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass du nicht nur darauf achtest, Fett zu verlieren, sondern dass du auch dich gezielt darauf fokussierst, Muskulatur aufzubauen. Warum ist das jetzt aber noch wichtig? Und das ist vermutlich der Grund, beziehungsweise das ist der Grund, warum du es dir einfacher machst, dann langfristig diesen Körper so zu behalten. Erstmal, wenn du regelmäßig Training in deinem Leben, in deinem Alltag integriert hast, dann verbrennst du natürlich bei dem Training Kalorien. Du verbrauchst Energie, du kannst ein bisschen mehr essen. Das ist der erste Punkt. Aber der zweite Punkt, der viel, viel wichtiger ist, weil um Kalorien zu verbrennen, kannst du natürlich auch laufen gehen oder spazieren gehen oder was auch immer. Der Punkt, der aber wichtig ist, je mehr Muskulatur du hast, desto mehr Kalorien verbraucht auch dein Körper, weil Muskulatur stoffwechselaktives Gewebe ist. Viele Leute machen unseren Stoffwechsel komplizierter, als er ist. Er ist ein bisschen kompliziert, aber auch nicht so extrem kompliziert. Du kannst ihn auch nicht kaputt machen, brauchst dir keine Gedanken zu machen. Aber wenn du mehr Muskulatur hast, verbrauchst du mehr Kalorien. Und das ist Fakt. Klar, jetzt werden Leute kommen, die sagen dir, ja, aber pro Kilo Muskulatur verbrauchst du vielleicht 7 Kalorien mehr, vielleicht 10, wenn du Glück hast. Ja, das mag sein, aber das auch nur im Ruhezustand. Also wenn du nichts machst, wenn du beispielsweise im Bett liegst. Jetzt geh mal davon aus, du hast 5 Kilo mehr Muskulatur. Okay, machst du nichts, hast du vielleicht 50 Kalorien mehr verbrannt. Ist jetzt nicht die Welt, ist aber schon mal ein bisschen was. Aber wenn du das jetzt hochrechnest und die Bewegung in deinem Alltag mit dazu rechnest, weil da braucht dein Körper dann natürlich auch mehr Energie, um voranzukommen, um die Muskulatur zu behalten. Und dementsprechend verbrauchst du da natürlich einfach viel, viel mehr Kalorien und du machst es dir so extrem viel einfacher. Und deswegen siehst du auch so oft so viele Leute auf Social Media, klar, da weiß man nie, wo es herkommt, aber die sind extrem muskulös und extrem definiert. Die Leute haben es einfach einfacher, weil die schon viel Muskulatur aufgebaut haben. Genau das ist der Punkt. Mit regelmäßigem Krafttraining machst du dir das so einfach wie möglich. Also du machst es dir so einfach wie möglich, definiert zu bleiben. Gut, jetzt möchte ich dazu aber noch eine kleine Sache sagen. Und zwar ist es auch nicht notwendig, dass du da jetzt 7-mal die Woche Krafttraining machst. Da brauchst du dir gar keine Gedanken zu machen. Das ist mit meinen Klienten beispielsweise. Ich habe Klienten dabei, die trainieren einmal in der Woche, die trainieren zweimal in der Woche. Je nachdem, wie es in deinen Alltag passt. Fang klein an und arbeite dich dann langsam hoch. Bevor wir jetzt zum nächsten Punkt kommen, würde ich dich wirklich sehr darum bitten, wenn du den Podcast hier bei Spotify hörst, tu mir den Gefallen, lass mir eine positive Rezension da, würde mich sehr unterstützen und ist für dich nur ein Klick. Also bitte tu mir den Gefallen, das würde mich sehr, sehr, sehr unterstützen. Wenn du es bei YouTube schaust, drück auf Abonnieren, drück auf Liken, schreib mir einen Kommentar, schreib deine Fragen, egal was es ist. Und wenn du irgendwas wissen willst, kannst du mir gerne bei Insta eine DM schreiben. Ich gehe auf alles ein und freue mich auf jeden Fall über Feedback, auch kritisches Feedback. Also schreib mir einfach eine Nachricht und ich freue mich von dir zu hören. Jetzt zum nächsten Punkt. Das mag jetzt für einige vielleicht schockierend sein und ich lehne mich da mal ein bisschen weit aus dem Fenster. Vor allem für manche Frauen wird das eine Herausforderung, weil ich weiß, dass die Waage oft nicht so der Freund ist
und man sich auch so ein bisschen fürchtet, da drauf zu gehen. Aber lass mich das mal kurz so erklären. Das ist genau so, wie wenn du weißt, innerlich weißt, du bist jeden Monat im Minus, du gibst viel zu viel Geld aus, traust dich aber nicht auf deinem Konto nachzuschauen, weil du jeden Monat im Minus bist. Das ist genau das Gleiche, du bist ja im Minus. Du willst es nur nicht angucken, du willst es nur nicht wahrhaben. Genau das ist der Punkt mit der Waage auch. Du musst einfach ein anderes Verhältnis dazu aufbauen. Anstatt da emotional zu sein, geh einfach rational an die Sache ran. Und was meine ich jetzt mit der zweiten Gewohnheit? Ich meine, sei dir bewusst über deine Körperwerte. Also beispielsweise ich wiege mich jeden Morgen nach dem Aufwachen auf leeren, nüchternen Magen. Aus welchem Grund? Aus dem einfachen Grund, weil wir immer so ein Durchschnittsgewicht haben. Das variiert immer so um 2, vielleicht auch 3 Kilo, aber das sollte so das Maximum sein. Und wenn ich dann merke, ich komme da drüber, dann kann ich direkt Anpassung machen. Und es ist ja bei den meisten so, es ist so ein schleichender Prozess. Die nehmen 1 Kilo zu, dann 2, dann 3, über einen langen Zeitraum. Aber die wissen es gar nicht, die nehmen es gar nicht bewusst wahr. Und auf einmal gucken die in den Spiegel und denken sich so, boah, was ist mit mir passiert? Wo kommt das denn her? Und das ist halt ein Prozess, der lange passiert ist. Wenn du aber bewusst bist über deine Werte, über die Körperwerte, vielleicht auch über dein Spiegelbild, auch wenn es für manche unangenehm ist, da reinzugucken, aber du musst dich der Wahrheit irgendwann auch mal stellen. Du musst auf die Waage gehen, du musst gucken, okay, passt das? Passt das eben nicht? Dein Gewicht ist natürlich auch extrem wichtig für deine Gesundheit. Übergewicht ist extrem schädlich für die Gesundheit. So viele Krankheiten können vermieden werden, wenn wir einfach gesunde Körperkomposition haben, was jetzt Körperfett angeht. So, das ist der zweite Punkt. Wenn du dir bewusst bist über deine Körperwerte, dann kannst du sofort entgegenwirken. Wenn du dann mal über dein Standardgewicht drüber kommst, kannst du direkt was dagegen tun. Du kannst ein bisschen mehr Bewegung in deinen Alltag einbauen, du kannst ein bisschen weniger Kalorien essen. So, und zack, bist du wieder runter mit dem Gewicht, ohne dass du dann da 10 Kilo draufgepackt hast und auf einmal diese lange Reise vor dir hast und dann auch erstmal wieder den Anfang finden musst. So kannst du immer direkt Anpassungen machen, immer direkt reinkommen. Das ist die zweite Sache, das mache ich auch jeden Tag. Ich gehe auf die Waage, ich gucke, was macht mein Gewicht, was sagt mein Gewicht und kann dann dementsprechend Anpassungen machen. Die dritte Gewohnheit, und ich weiß gar nicht, warum viele Leute damit so ein Problem haben, mir geht es darum, gleiche Lebensmittel zu essen. Ich höre ja immer, ja, aber ich brauche Abwechslung in meiner Ernährung, ich brauche dies, ich brauche jenes. Und dann beschweren sich alle Leute immer darüber, dass sie zu wenig Zeit haben, dass sie keine Zeit haben zu kochen, dass das alles so anstrengend ist, dass das alles so stressig ist. Das kannst du dir alles komplett nehmen, wenn du einfach gleiche Lebensmittel isst. Selbstverständlich bedeutet das nicht, dass du nie was anderes essen kannst. Aber wenn du, sagen wir nicht gleiche Lebensmittel, sagen wir gleiche Mahlzeiten. Wenn du so 6 bis 10 Mahlzeiten hast, regelmäßige Mahlzeiten, die du eigentlich immer isst, überleg mal bitte, wie einfach du dir dein Leben machst. Du stehst morgens auf, du hast so 3, 4 Frühstücksvarianten, die du immer isst. Mittags hast du so 2, 3, 4 Mittagessen, die du immer isst und abends auch. So, du musst nie wirklich drüber nachdenken, was du isst, weil du ja immer einen klaren Plan hast, dir fällt es einfacher einzukaufen, du hast nie diesen Stress und wenn du dann mal Bock hast auf irgendwas anderes, ja klar, dann mach dir was anderes. Aber wenn du einfach für dich so diese Gewohnheit hast, diese Routine hast, dass du im Prinzip immer so dasselbe isst, natürlich sollten das gesunde Sachen sein, das versteht sich ja, glaube ich, von selbst, aber wenn du diese Routine für dich aufgebaut, dann wirst du erstens merken, dass es gar nicht so langweilig ist, weil auch, sagen wir mal, du hast 10 Gerichte, die du morgens, mittags, abends isst, also alle zusammen, ist das schon eine ganze Menge. Und wenn du das über die Woche verteilst und dir dann am Wochenende auch ab und zu mal was gönnst oder unter der Woche, wenn du Bock auf irgendwas Außergewöhnliches hast, gönnst du dir das, ist doch Auswahl genug. Das ist doch genug, dass man nicht sagen muss, ja, mir ist jetzt langweilig oder ich esse jeden Tag das Gleiche. Und selbst wenn, musst du dir ja auch eigentlich mal klar machen, wofür unsere Ernährung eigentlich da ist. Unsere Ernährung, wenn wir ganz weit in der Evolution zurückgehen, unsere Ernährung ist dafür da, um am Überleben zu bleiben. Meinst du, unsere Vorfahren sind ja der Grund, warum wir heute hier sind? Also ich rede jetzt ganz früher von Evolution, Steinzeitmenschen. Meinst du, die hätten sich beschwert, wenn die jeden Tag das gleiche Essen gehabt hätten? Die waren froh, wenn die jeden Tag was zu essen gehabt hätten. Und genau das ist halt der Punkt. Du musst dir in dem Sinne auch mal so ein bisschen die Perspektive zu deiner Ernährung ändern. Weil die Ernährung ist ja nicht nur dafür da, um die zu genießen, um da die Emotionen mitzustillen, sondern die Ernährung ist ja auch dafür da, damit du dich gut fühlst, damit du Energie hast, damit du einfach überlebst. Und wenn du Mahlzeiten hast, die dir Energie geben und die dich gut fühlen lassen, warum solltest du diese Mahlzeiten dann nicht immer essen?
Mit deinem Körper passiert nichts. Es gibt ja Leute, die sagen, man braucht Abwechslung. Nein, braucht man nicht. Du brauchst Abwechslung, beziehungsweise du brauchst alle Makronährstoffe, was Eiweiß angeht, was Fette angeht, was ja, Kohlenhydrate brauchst du nicht unbedingt. Ich persönlich brauche sie und die meisten Leute kommen auch besser klar, wenn sie welche essen. Aber das sind so die Dinge, die wir brauchen und dann natürlich auch Vitamine, selbstverständlich. Aber wenn du dich von unverarbeiteten Lebensmitteln ernährst, brauchst du dir da keine Gedanken zu machen. Und da brauchen wir auch nicht viel Abwechslung. Du brauchst keine Schokolade, du brauchst keine Gummibärchen, du brauchst kein Eis oder sonst irgendwas, um Abwechslung zu haben. Natürlich kann man sich diese Sachen mal gönnen. Das ist gar kein Problem. Auch ich gönne mir die Sachen. Gar keine Frage. Ich habe mir vorgestern ein sehr krasses Eis gekauft. Kurze Empfehlung hier an der Stelle. Die Becher von Magnum. Double Gold Billionär heißt das, glaube ich. Also das ist wirklich 10 von 10. Das ist so eine Geschmacksexplosion, wenn man das isst. Aber ich weiß, ich esse das ab und zu mal. Ich gönne mir solche Sachen nicht täglich. Wenn ich irgendwann mal Bock darauf habe, okay, dann esse ich das, dann gönne ich mir das auch, aber dann genieße ich das auch. Ich esse das nicht einfach so nebenbei im Vorbeigehen und habe dann da einen Becher mit 1000 Kalorien gegessen. So, das ist der Punkt. Werd dir klar darüber. Hab feste Mahlzeiten, hab feste Lebensmittel und dann brauchst du dir da, was das angeht, weniger Gedanken machen. Nächster Punkt, kontrolliere deinen Hunger. So. Und wie machst du das? Wie kannst du deinen Hunger kontrollieren? Relativ unkompliziert. Erstmal achte darauf, dass du viel Flüssigkeit über den Tag trinkst. Mit viel Flüssigkeit meine ich nicht 1,5 Liter. Mit viel Flüssigkeit meine ich 3 bis 3,5 Liter. Und viele sagen ja, aber auch zu viel ist schädlich. Ja, mag sein, aber ich bin mir sicher, du trinkst keine 6, 7 Liter. Also, wenn du 3 Liter am Tag trinkst, wirst du merken, wie viel weniger hungrig du bist und wie viel fitter du bist. Erster Punkt. Zweiter Punkt, iss viel Eiweiß. Eiweiß hält dich einfach lange satt. Nächster Punkt ist unverarbeitete Lebensmittel, was ich gerade schon gesagt habe. Die kommen mit Ballaststoffen, die kommen mit Vitaminen, die kommen mit Nährstoffen. Die halten dich einfach länger satt. Und dann, ganz wichtig, meiner Meinung nach, versuch den Hunger schon im Voraus zu kontrollieren. Also warte nicht so lange, bis du dann da stehst und auf einmal komplett vor Hunger am Sterben bist, sondern iss schon ein bisschen vorher was. Beobachte mal deinen Körper ein paar Tage lang und schau, wann du immer Hunger bekommst und iss dann ungefähr so eine Stunde früher schon was. Dann kommst du gar nicht in dieses Hungergefühl rein und du bist den ganzen Tag genährt, hast Energie, fühlst dich gut. So, das zu dem Thema. Nächster Punkt ist Vorausplan. Ich glaube, versteht sich von selbst. Und hiermit meine ich nicht nur das Essen. Ich meine generell auch dein Training, die Zeiten, die du dir für dich nimmst, deine Downzeiten, deine Rest Days, dein Training, plan dir dein Training. Die meisten Leute gehen ins Fitnessstudio. Die sagen sich, ich gehe heute trainieren, gehen ins Studio rein, ziehen sich um und wissen nicht, mit welcher Übung sie anfangen. Wie soll das denn ein erfolgreiches Training werden? So, dann haben die erste Übung gemacht, vermutlich Bankdrücken oder Beinpresse, weil das ist ja das Einzige, was man so kennt. Und dann steht man da. So, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt ein bisschen Brust trainiert. Was kommt jetzt? Was mache ich jetzt? So, wenn du so ins Training gehst, bist du zum Scheitern verurteilt. Also, plan dir diese Sachen vor. Trag dir dein Training in deinen Kalender ein. So machst du dir das Leben 100-mal einfacher. Und wenn du dein Training strukturiert hast, wenn du einen klaren, vernünftigen Plan hast, erzielst du auch viel effizienter und viel einfacher Ergebnisse. Das dazu. Dann die letzte Sache, die ich persönlich ganz, ganz wichtig finde, die ich auch allen meinen Klienten sage, ist never miss twice. Wir haben alle Tage, wo es nicht funktioniert. Auch ich habe Tage, da kann ich mich nicht an meine Ernährung halten. Auch ich habe Tage, da fällt mir das Training so extrem schwer, dass ich manchmal das Training abbreche, weil ich mich nicht so gut fühle. Ich habe Tage, da schaffe ich es nicht ins Training, weil ich so viel Arbeit habe, dass es einfach nicht passt. So, dann war das dieser eine Tag. Der wird abgehakt und dann ist das Allerwichtigste. Egal was kommt, egal was kommt, egal wie stressig der nächste Tag ist, egal wie anstrengend der nächste Tag ist, am nächsten Tag gehst du ins Training. Am nächsten Tag hältst du dich an die Ernährung. Am nächsten Tag machst du diese Sache. Damit du gar nicht in diese Abwärtsspirale reinkommst, dass es nicht funktioniert, dass du rauskommst. Du kommst am nächsten Tag direkt wieder in die Bahn rein und hakst den Tag von vorher ab. Wenn du das machst, dann garantiere ich dir, du wirst langfristig Erfolg haben. Da bin ich mir zu 100% sicher. Weil, wie eben schon gesagt, jeder von uns hat Tage, da funktioniert es nicht so. Jeder hat Tage, da fühlt man sich nicht gut, da klappt es nicht, da ist man einfach ja nicht bei sich selbst. Wichtig ist nur, dass man dann am nächsten Tag wieder in die Spur reinkommt. Wenn dich solche Themen interessieren, dann tu mir bitte den Gefallen. Ich habe dir unten meinen gratis Newsletter verlinkt. Da teile ich
Anleitung mit dir, da teile ich Rezepte mit dir. Vielleicht teile ich da auch irgendwann mal ein kleines Trainingsprogramm mit dir, wer weiß. Da teile ich die Erfahrungen von meinen Klienten, wie ich die an ihr Ziel bringe, kleine Stories von denen. Da kriegst du so viel Mehrwert, den du sonst nirgendwo bekommst. Also, wenn du diese Sachen nicht vergessen willst, klick auf den Link und trag dich da unbedingt ein. Glaub mir, was hast du denn zu verlieren? Der ist kostenlos. Der ist kostenlos. Du kriegst ihn jeden Montag, jeden Freitag. Trag dich da ein. Ich bin mir sicher, du wirst da extrem viel Mehrwert rausziehen. Selbst meine Klienten lesen den noch, ohne dass ich das von denen verlange. Selbst meine Klienten lesen den noch, weil da so viel Mehrwert drin steckt. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass wenn dir diese Episode hier ein bisschen geholfen hat, wird dir diese Episode ja auch helfen.